So, hallo, wir machen weiter. Bei Kaizo Kindergarten, das letzte Mal haben wir alles aufholen müssen, weil wir nochmal mit dem Zwei-Player-Modus alles durchspielen mussten. Und wir müssen in der gleichen Session bleiben, das heißt, ich darf nicht über den Save laden, sondern ich muss immer über Save State laden, wenn ich meine Aufnahme beende, eine Session beende. Sonst sind die Yoshi-Coins weg, was super dämlich ist, wenn man das zum Beispiel jetzt auf einer richtigen Cartridge spielen würde. Da konnte ich fast nicht mehr das Wort aussprechen, aber hey, ich hab's hingekriegt. So, Left, Right, jetzt aber wirklich. Ich nehme an, da geht's um Scrollen. How to balance on enemies by using. Okay, nein, es geht nicht um Scrollen. Ah, okay, also es geht um. Ach so. Wie ich hin und. Okay, das ist links, rechts. Ja, gut. Verstanden. Ja, das ist klar. Das kennen wir. Ach so, jetzt höre ich natürlich auch wieder auf zu Save State, ne? Keine Panik. Jetzt probiere ich es erstmal wieder ohne. In some situations you need a high bounce when balancing. Jo. Genau, jetzt muss ich hier zwischendurch wechseln und dann wieder normal. Okay. Ja, alles klar. Nein. Ach, komm schon. Nein, mal. Oh, jetzt bin ich wieder ungeduldig, weil ich es schon hatte. So, wir machen einfach die ganze Zeit Highbounce, dann bin ich da besser am Steuern. Nice. So, zack. Dann können wir eigentlich direkt nach dem Level uns das zweite schwierige Level angucken, ne? Wäre eigentlich möglich. Ich werde trotzdem jetzt mit so einem Safe immer laden, das geht doch ein bisschen schneller. Und dann lerne ich auch wieder die Taste zu drücken. Das war ja echt interessant bei Quickie World, wie ich einfach zu doof war, noch zu Safe staten. Das hat ja alles überhaupt nicht funktioniert. For faster moving enemies, there are two different ways to do left-right. Jetzt kommen wir wahrscheinlich in den Disco-Shell. Yo. Ah, ne. Keine Disco-Shell, aber sowas ähnliches. Sowas ähnliches. Ja, bin ich denn doof? So nett. Das sieht gut aus. Das war voll der gute Rhythmus. Er war nicht perfekt, aber er hatte was. Oh. Da war ich zu weit vorne mit der Nase. Das kann passieren, wenn man seine Nase zu tief in Angelegenheiten steckt, die einen nichts angehen. Ach komm schon. Reden ist auch so eine Kunst. Wir waren doch schon drüben. Jetzt hör auf damit.
Das sind immer die Dinge, die ich überhaupt nicht verstehe. Ne? Ich habe es vorhin super easy geschafft. Und jetzt versage ich am Anfang plötzlich 5 Mal. Was eigentlich halt nicht sein kann. So, jetzt aber. Dankeschön. Uff. Ach so, ja. Nee, stopp, nicht laden. Ups. Ja, moin. Weil ich muss nur noch mal lesen. You can quickly slide your hand from to while holding. Ach so, ja. Das Problem ist, sliden ist ja bei Tastatur jetzt nicht so drin. Deswegen sieht das jetzt nicht aus, als würde ich sliden. Brauche ich die echt alle? Ich habe das Gefühl, den einen kann ich überspringen. Aber wahrscheinlich täuscht mich der Gedanke. Sag mal. Nu! Ah, besser, was? Achso, ich bin ja groß, alles gut. Alles gut. Balancing while holding an item, oh yes. Das ist, was ich versuche, mein Freund. Das ist, was ich versuche. Ah, was wollte ich... Warum drücke ich den denn jetzt? Das war jetzt so automatisch. Entschuldigung. Aber ich habe ihn nicht gebraucht, zum Glück. Das war so vollautomatisch einfach mal wieder. Okay, wir können jetzt theoretisch erstmal wieder hier uns ein Level angucken. Und dort kläglich versagen. Aber es macht ja nichts. 10, 15, 20, 15. Das ist wirklich alle 5. Bis auf bei 30, okay. IF0. 1F0. Was ist das denn? Das wird irgendein Teil sein. Aber was für eins? Ich gehe gleich mal in den extra Slot. Dann kann ich den da nämlich diesmal wirklich speichern. Da war ich die 3 da, habe ich dumm gemacht. So, vielleicht ist jetzt auch was, wo ich nicht die Tastatur wechseln muss, sondern ganz normal spielen kann. Das wäre ein großer Vorteil. Ich glaube, 1F0 ist das, dass die Gegner darauf laufen können oder so. Das wird hier jetzt wahrscheinlich ganz oft... Ja, das wird hier jetzt ganz oft verwendet. Okay. Ja, weil das Problem mit dem ersten... Hä? Ach, der muss darüber fallen. Ja, okay, alles klar. Das Problem mit dem ersten war ja, dass ich die Kamerataste eben drücken musste, um... den Spinjump zu aktivieren. Entschuldigung. Das war ja das Problem. Das habe ich jetzt ja zum Glück nicht. Wann muss ich den drücken, ist die Frage. Wann muss ich den drücken? Wann muss ich den drücken? Schade, ich habe es erstmal erwischt und dann dachte ich, jetzt kriege ich ihn jedes Mal. Aber dem ist natürlich wieder nicht so. Ja. Okay, wir werden ein bisschen staten. Logischerweise. Das schaffe ich ohne selbst jetzt halt nicht. Ja moin. Das ist vielleicht ein bisschen ungünstig schon. Ja, drück den einfach da oben. Das ist genau, was du tun sollst. Pflaume. Ja, nimm's nicht mit. So. Das ist so ein State, den ich gerne habe.
Das Gute ist ja, dadurch, dass ich jetzt den Switch in der Hand habe, kann ich die automatisch losschicken. Und offensichtlich. Was will ich denn da jetzt machen? Ich kann den ja da nicht... Ach, da ist eine Säge. Wait. Was will ich denn dann da tun? Ja, weil das ist ja... was? Muss ich da so schnell sein, wie ich gerade denke? Ja, muss ich. Okay. Oder muss er hinterher wahrscheinlich. Gut. Oh, warte, Uli, ich lasse ihn einfach fallen. Und nimm den da drüben mit. Das ist viel einfacher. Ich hoffe, das funktioniert. Aber es müsste. Ich wüsste nicht, warum es nicht funktionieren soll. So, jetzt kann ich ihn mitnehmen und kann dann da weiter mit der Säge. Okay. Ich muss den halt da jetzt hoch. Okay, passt. So, jetzt kann er mich mal. Aber ich darf jetzt nicht mehr... was? Ah, in der Zwischenzeit muss ich ihn drücken. Und dann spin, dann mache ich normalen Dings. Da drüben muss ich ihn drücken, sozusagen. Aber was ich an Pangas Level überhaupt nicht mag, ist, dass man überhaupt nicht anhalten kann. Ne? Es ist so... Oh, okay. Okay, ich habe nichts gesagt. Man kann auch mal anhalten. Oh... Ja, das ist mit Safe-State schon richtig krass, also. Ich hoffe, keiner erwartet hier, dass ich mich da wirklich ohne versuche. Ich muss ganz kurz was trinken, Entschuldigung. Die Zeit möchte ich mir kurz nehmen dürfen. Warum ist die Kohlensäure da schon raus? Na gut. Hauptsache trinken. So, weiter im Programm. Also, da will ich jetzt... Wenn er selber springt, hinterher. Okay. Und dann auf dem Land. Okay. Also so. Und dann will ich... Ah, ich will das... Okay, ich will, dass der umdreht. Ich will, dass der nicht stirbt. Ah, der dreht automatisch um. Dann will ich da vielleicht gar nichts dran ändern. Oder ich will den Goomba mitnehmen. Ja. Will ich den Goomba mit... Ich will den Goomba mitnehmen. Wenn es... Ja... Allein dadurch, dass, allein, dass es geht, zeigt mir, dass ich den mitnehmen will. Ja, okay, alles klar. Oh nein, jetzt habe ich da rumgeeidelt. Ich hoffe, ich brauche den P-Switch nicht noch. Oh nein! Das wäre super suboptimal. Oh nein, bitte nicht. Na, wir werden es gleich erfahren, ne? Sieht aber... Nee, ich wüsste nicht... Wofür brauche ich den Goomba? Da vorne kommt ja dann Yoshi.
Der behindert mich halt nur. Wahrscheinlich brauche ich den nicht mal. Wahrscheinlich ist er wirklich nur dafür da, dass der da umdreht. Und ich denke, schon wieder viel zu kompliziert. Wait, what? What happened? Das ist nicht richtig. Da war ich ja viel zu langsam jetzt. Aber dafür brauche ich den Goomba, ja, verstanden. Weil sonst komme ich da nicht an Yoshi ran. Okay. Ah, und wenn ich den eher um... Ah. Wenn der eher umdreht, dann wird das alles anders getimed. Ja. Moment, aber jetzt... Ah, jetzt... Okay, dafür brauche ich... Ja, jetzt habe ich verstanden. Ich wollte gerade sagen, ich kann ja nicht auf den drauf. Der ist ja unverwundbar, aber ich muss das... Ja, okay. Hä? Oh nein, muss ich? Oh nein! Oh nein! Das wird jetzt wieder tastaturtechnisch ungünstig. Ja, muss ich, Entschuldigung, muss ich Slow-Mo reintun. Das wird nix. Das wird nix. Absteigen, Richtung drücken, Save-State laden. Das wird nicht gleichzeitig funktionieren. So, vielleicht... Na... Oh mein Gott. Dann muss ich... Oh nee. Absteigen. Schießen. What? Also Yoshi muss da oben landen. Dann muss ich die losschicken. Dann muss... Das haut doch alles nicht hin. What the... Ja, okay, dann muss die los. Aber die muss nur los, die muss nur los, die muss ich, die darf ich nicht in die Hand, weil sonst, ja. Und das haut ja sonst überhaupt nicht hin. Das geht zwar, aber das nützt mir nichts. Das war also schon schlecht. Nee. Und dann muss ich wieder die Taste drücken und dann muss ich die losschicken. Ich muss die einfach nur losschicken. So, und dann muss ich... Nee, das reicht auch nicht. Die muss dagegen ab... Die muss da schon abprallen dran. Aber so reicht's halt auch nicht, weil so... Oder? Oh mein Gott, das reicht. Oh mein Gott, das reicht. Oh, Junge. Das war eine blöde Stelle. Das war mit Tastatur super unangenehm. So. What? Okay. Okay.
Oh, was zur Hölle. Dann will ich da weiter. Uiuiui. Nein, nein, den krieg ich noch. Alles gut, den hab ich. Die Frage ist, wo geht's weiter? Hä? Weil mit der Plattform kann ich anscheinend nichts mehr anfangen. Ah, verstanden. Dann sollte alles noch drin sein. Außer man darf ihn da noch nicht treffen, das wäre blöd. Vielleicht will ich auf dem Ding nochmal zwischenlanden. Kriege ich das hin? Ah, das könnte ich hinkriegen. Ja, sehr gut. Ist das nämlich noch nicht der letzte Hit gewesen und ich habe noch einen. Oh! Oh, lösch dich bitte. Panga. Oh, Junge. Du brauchst Sachen, ne? Wie geht's denn dann weiter? Ich muss über die Säge, ja? Ah, okay. Und dann nochmal den. Oh, und dann kommt wieder Yoshi. Oh, nee. Ich bin viel zu langsam, ja? Nein, bin ich nicht. Du musst den P-Switch dann noch mitnehmen. Okay, da muss dann wieder die Slow-Mo rein, Entschuldigung. Nein! Ungünstig. Ach so, gut, das kann ich aber öfter machen, ne? Ja, das kann ich, da kann ich ein bisschen rum. Wenn ich den nicht sofort kriege. Das war nicht, was ich wollte. Wo kommt denn der jetzt runter? Ja, cool, tschüss. Oh. Tut er, was er soll? Ich glaube ja. Die Frage ist jetzt, tue ich, was ich soll? Und da ist die Antwort, glaube ich, wiederum nein. Ich soll bestimmt die doofe Shell da mitnehmen. Wie geht denn das dann weiter? Ich muss sie doch bestimmt dann irgendwie fangen oder so. Oder kann ich den einfach fahren lassen? Ich muss bestimmt richtig schnell hinterher. Oh, Junge. Und wenn ich das muss, habe ich es jetzt aber schon wieder verhauen. Ich krieg den nicht. Das war der falsche Taste.
Aber warte, oder ich muss. Nee, ich muss das hier machen. Oder? So, dass ich da wieder genug Schwung bekomme. Nee, da bleibt stehen. Das ist ja voll gut. Das reicht nicht. Ich brauche wieder Schwung. Das geht halt gerade so mit Slow-Mo. Zu wenig Schwung. Genug Schwung. Go. Okay. Ja, jetzt ist halt, ne? Ach du Schande. Wofür brauche ich denn jetzt das Teil hier? Ach so, das fährt jetzt auch darum. Ah, wait, oh, dann dreht er da um. Okay. Aber ist das jetzt? Nee, ist es halt nicht. Also, ob das zeitlich passt, war meine Frage. Das ist klug. Mache ich das denn jetzt? Je eher ich den anspringe, umso schneller läuft er ja zurück. Ach so, und dann. Ja, okay. Oh, und jetzt landet er auf dem. Ah, ich. Okay, wir gucken ganz kurz, wie es weitergeht. Dann schmeiße ich den P-Switch da oben. Ich habe keine Ahnung, was hier alles passiert. Oder passieren muss. Und ab wann ich es versaut habe und ab wann nicht. Das könnte noch passen jetzt. Sieht gut aus. Okay, jetzt schnell zu dem Chuck. Erwischt. Und jetzt habe ich hier Millionen Sachen, auf denen ich rumwuseln kann. Und da ist die Plattform weg. Die will ich bestimmt nochmal benutzen, bevor ich den Chuck nutze. Jo. Aber was passiert da mit Yoshi? Der gefällt mir gerade gar nicht. Habe ich den schlecht gesetzt? Weil der haut durch den einen Block jetzt gleich ab. Ne, den nimmt er noch mit. Okay. Dann nimmt er den noch mit. Ey. Bruder Panga, was baust du für Sachen? So. Ne, das haut nicht hin. Okay. Aber das haut hin. Nein, das haut nicht. Nein, Mist. Aber der fährt halt immer noch weiter. Ich glaube, ich brauche den dann immer noch, ne? Also ich glaube, ich darf den hier auch nur einmal jetzt erwischen. So, jetzt habe ich es verhauen. Beziehungsweise, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte. Mist. Schlechter State. Schlechter State. Ah, das reicht nicht. Ist der State gut? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der war nicht so gut. Jetzt stirbt er doch, oder? Nein, der stirbt noch nicht, aber jetzt stirbt er.
Ich hoffe, das darf er. Ja, da ist mein Ende. Kann ich den Pisitzer schon mal hinschmeißen? Nee, kann ich nicht. Ich könnte ihn schon mal drücken, aber, oder? Braucht ihn ja gleich nicht mehr. Ich hoffe nur, das reicht dann zeitlich. Und dann habe ich hier Josh. Wait, wie komme ich denn da durch jetzt? Nein, Yoshi muss die Shell im Mund haben. Die rote. Dafür brauche ich die Shell. Sieht man, was da noch kommt. Also Ziel oder Tür? Man sieht überhaupt nichts. Oh no. Ich hasse alles. Aber das mit dem P-Switch ist alles egal, der bleibt hängen, das ist gut. Dann muss ich mich da nicht stressen. Dann kann ich hier jetzt in Ruhe ihm das zu essen geben. Und dann können wir auch in Ruhe weiter. Ne, Yoshi? Guck mal, ist das mal hier? Guten Appetit. Und jetzt haben wir ein Problem. Mache ich das denn jetzt, dass der da weiterkommt? Das reicht halt nicht. Oh Himmel. Cool. Cool. Deswegen habe ich eigentlich die Shea vorhin benutzt, um da abzuspringen, vernünftig. Jetzt geht das aber nicht mehr. Oh, das war gut, glaube ich. Ja, das sieht gut aus. Mehr Schwung. Yes. Oh, Mama. Noch mehr Schwung. Go. Nein. Yoshi, bitte. Geh da rüber. Nein. Yes. Nein. Alles ist furchtbar. Kann ich den hier schon drücken? Eigentlich kann ich den hier schon drücken, ne? Das sollte zeitlich. Ich weiß es nicht. Wir probieren es einfach aus. Das könnte halt knapp werden, aber wir probieren. Ja, ich fürchte, der läuft aus. Ich fürchte, der läuft in der Zwischenzeit aus. Wobei läuft so ein P-Switch länger, als Yoshi schlucken kann, weil Yoshi hat den ja schon im Mund jetzt die Shell, ne? Ich krieg die auch nicht mehr raus. Das muss doch zeitlich hinhauen. Oh, bitte lass das hinhauen. Sonst muss ich halt wieder zurückspulen, mein Gott, dann ist es halt so. Wir sind ja gleich da. Ohne P-Switch in der Hand geht es jetzt ja echt einfacher. Wir sind ja schon da. Doch, das ist ja gleich da drüben. Das ist ja gleich hier.
Das kam mir voll lang vor vorhin. Dabei ist es gar nicht so lang. Wir sind schon da. Das war's schon. Und da schluckt er auch schon. Ne? Da muss der Pisic aber auch noch laufen in dem Moment. Ah, wir sind erst hier. Hoi, 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 hoi. Hoi, hoi, hoi. Halt, ich denke mal, ich bin schon unten. Dabei bin ich das noch gar nicht. Ich muss erst nochmal auf den Chuck drauf. Ja doch, Chuck ist es. Es ist ein Chuck. So, jetzt einmal. Zack. Zack. Schuss. Oh Mist. Okay, alles klar, ich darf es nicht machen. Oh nein. Schade. Nee, das reicht halt so überhaupt nicht. Aber er schluckt da drüben auch schon. Also ich darf hier auch nicht mehr zu viel Zeit verlieren jetzt. Erwische ich den? Nee. Das sieht gut aus eigentlich. Das könnte wirklich gut aussehen. Ah! Wenn er da noch treffen würde. Ja, das reicht halt nicht für mich. Ich schmeiß ihn dann direkt runter. Das ist echt nicht gut. Das sieht gut aus. Zack. Ah. Das sieht jetzt wirklich gut aus. Jetzt aber wirklich. Jetzt sieht das wirklich gut aus. Jetzt aber nicht mehr. Ich brauche halt hier auch wieder den Schwung. Genau den Schwung. Und nochmal Schwung. Yes! Und nochmal Schwung. Perfekt. So. Neuer Anlauf. Wir wissen, wie es geht. Wir wissen, was gefordert ist. Wir können alles machen. Wir müssen es nur noch umsetzen. Zack. Das war schlecht. Ah, oh, Junge. Und diesmal wird es vom Schlucktiming her nicht passen. Pass auf, ich sehe das kommen. Ich sehe das vollkommen. So, aber hier passt alles. Sehr gut. Hier ist alles in bester Ordnung. Uiuiuiuiui. Nein, das schluckt jetzt schon. Willst du mich verarschen? Guck dir das an. Ich hab Mist gebaut. Yoshi, ich hau dir so ins Gesicht, ne? Wann hat der denn angefangen zu schlucken? Da fängt er an. Oh nee, das muss noch reichen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yoshi, tu es nicht. Mach mich nicht unglücklich. Können wir die eigentlich auch hier schon drücken? Irgendwie so? Nee. Nee, dann halt nicht. Doch, kennen wir. Nice. Da muss ich mich damit gleich nicht mehr rumschlagen. So, zack. Yoshi. Yes. Yes. Alle erwischt. Oh mein Gott. Okay. Nein, dafür gibt's Yoshi-Coins. Das heißt, ich muss das irgendwann spielen. Oh mein Gott, nein.
gibt's Yoshi-Coins. Ah, dann muss ich halt für den ersten Level irgendwann meinen Controller hinkriegen und dann irgendwie mit. Ich weiß es nicht. Ah, okay, aber das ist eine Motivation, die zu spielen. Okay, geht klar. Notfalls eben mit ganz viel Slow-Mo und Gedingse. Woran sind wir eigentlich vorhin gescheitert im zweiten Raum? Ich weiß es nicht mehr. An irgendeiner Stelle habe ich gesagt, ich höre auf. Ach, mit der Shell, ja. Ja, gut, dann muss ich das halt besser hinkriegen. Ist okay. Ist okay. Sehe ich ein. Werden wir machen. Alles gut. Danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal mit Air Movement. Und dann dauert es auch erstmal wieder 5 Yoshi Coins bis zum nächsten komischen Level. Und tschüss.